Persönlichkeitsprofile basieren. Ich frage mich dann persönlich, ist das so schlimm? Das ist auch so, wenn ich in ein Bekleidungsgeschäft gehe und kaufe einen Anzug, dann ein cleverer Verkäufer wird dann sagen, wir haben auch hier noch ein schönes Oberhemd, das würde sehr gut dazu passen. Dagegen haben wir auch nichts. Was ist also so schlimm daran, wenn ich ständig Werbeangebote kriege, die klicke ich weg oder ich beachte sie nicht. Ich fühle mich dann nicht manipuliert. Aber manche sagen, das ist Manipulation und nicht eine willkommene Zusatzinformation. Der zweite Aspekt dieses Datensammelns ist natürlich viel interessanter. Verbrechensverhinderung, Verbrechensbekämpfung. Das findet ja nun, wir werden gleich Herrn Schmidbauer hören, das findet ja auf diesen Datenbeständen statt. Wir haben alle gehört, dass die NSA zum Beispiel auf die Daten der Internetkonzerne zugreift, um Hinweise zu bekommen auf kriminelle Vorhaben. Darf das sein? Darf das immer sein oder nur aus einem bestimmten Anlass, wenn man also Verdachtmomente hat oder darf man generell diese Daten auswerten? Das sind die Fragen für die digitale Agenda, über die wir sicher auch noch sprechen werden. Manche sagen auch, der Normalbürger hat ja nichts zu verbergen. Lass doch die NSA die Daten durchforsten. Und manche sagen, das ist besonders spannend, das ist doch die Neuauflage des Auges des Gesetzes. Das Auge des Gesetzes, das war früher, erstmal war es der König, ne, der darauf achtete, dass alles rechtmäßig zugeht. Dann war es das Gesetz und der Polizist und ist jetzt das Internet möglicherweise das Auge des Gesetzes. Wir passen auf, dass wir nichts Böses tun, denn sonst werden wir schnell auffällig und die Sicherheitsbehörden können sich an uns wenden. Der dritte Punkt mit diesen Persönlichkeitsprofilen, es kann ja sein, dass ich gegen Werbung nichts habe. Es kann ja sein, dass ich gegen Analysen der Sicherheitsbehörden nichts habe, aber es könnten doch meine Daten in Hände geraten, wo ich dann schon etwas dagegen hätte. Zum Beispiel Versicherungen, die bestimmte Eigenschaften von mir zum Anlass nehmen, die Beiträge zu erhöhen oder mir gar keine Police zu geben. Vielleicht kriegen Sie mit, dass ich nur noch wenige Jahre zu leben habe und dann kann ich keinen Vertrag abschließen. Krankenkassen, die mitkriegen, dass man raucht, und entsprechend die Bonusprogramme streichen. Oder Banken, die mir keinen Kredit geben. Schufa ist ja schon ein ähnliches Verfahren, aber natürlich wird das jetzt multipliziert. Arbeitgeber, die nicht einstellen, nicht befördern, Wettbewerber von Firmen, die Wirtschaftsspionage betreiben aufgrund dieser Daten, Geheimdienste, die sich Daten von Internetkonzernen ansehen und so weiter. Also die Aufgabe für die digitale Agenda, kann nicht der Staat dafür sorgen, dass wir als Nutzer des Internets einen größeren Einfluss darauf haben, ob und wie meine mit einem Geschäft verbundenen Daten weiterverwendet werden dürfen. So das Modell der Payback-Karte, immer wird man an der Kasse gefragt, möchten Sie eine Payback-Karte haben? Wir haben keine, wir wollen keine, aber wenn Sie eine nehmen, dann können Sie sich frei entscheiden, ob Sie eine solche Payback-Karte haben wollen. Und dann kriegt man, glaube ich, Rabatt. Aber man muss auch wissen, dass die Einkaufsdaten dann entsprechend verarbeitet werden. Aber das wäre so die Richtung. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, noch bekannt als ehemalige Bundesjustizministerin, hat eine Button-Lösung durchgesetzt. Das hat sie sehr gut hinbekommen. Button sind ja diese Knöpfe auf dem Bildschirm, wo man dann etwas anklicken muss. Und da gibt es dieses Problem der Abo-Fallen. Das haben Sie auch alles gehört. Man sucht nach einem Kochrezept und wundert sich dann, dass man zwei Tage später eine Mail bekommt. Vielen Dank, Sie haben ein Abonnement in unserer Kochgesellschaft unterschrieben und das kostet 68 Euro pro Jahr und Sie können höchstens im nächsten Jahr wieder kündigen. Und da hat Frau Leuthäuser-Schnarrenberger noch zum Schluss ihrer Amtszeit ein Gesetz durchgebracht, das den Gerichten die Möglichkeit gibt zu fragen,
Habt ihr denn auch einen Button da drauf gehabt, wo drauf stand, jetzt wird es zahlungspflichtig? Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich das will. Also in diese Richtung könnte vielleicht die Personalprofil-Debatte gehen. Und als letzten Punkt, mehr oder weniger vorletzten, Gefährdung der Demokratie. Auch diese Diskussion nimmt ja einen großen Raum ein. Ist die Demokratie in der digitalen Welt gefährdet? Da gibt es zwei Hauptargumente. Einmal Meinungsmanipulation und das zweite Duckmäusertum. Meinungsmanipulation ist klar, liegt auf der Hand. Wenn man meine Persönlichkeitsprofile hat im Internet, dann kann man mich ständig selektiv informieren, nur entsprechend dieser Persönlichkeit, dieses Segments. Das heißt, ich würde gar nicht mehr andere Informationsquellen bekommen, die ich aber brauche, um ein guter Staatsbürger zu sein. Oder noch schlimmer, man könnte natürlich aus der Kommunikation in den sozialen Medien alle die Meinungen rausfiltern, die einem nicht genehm sind. Oder man könnte, sollte es eintreten, dass Amazon nun ein Buchhandelsmonopolist wird, nur noch solche Bücher herausgeben, die einer bestimmten politischen Meinung entsprechen. Das wird diskutiert unter diesem Aspekt Gefährdung der Demokratie. Und Duckmäusertum, das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die schon das Bundesverfassungsgericht beschäftigt hat in dem Volkszählungsurteil von 1983, als dann das Recht auf informationelle Selbstbestimmung erarbeitet wurde. Und auch da kann man in der Begründung lesen, wenn man ständig beobachtet wird, dann ist man nicht mehr frei in seinem Handeln, dann hat man, das ist jetzt mein Wort, die Schere im Kopf, und man versucht nur noch, sich politisch korrekt irgendwie auszudrücken, aber das ist dann nicht eine demokratische Verhaltensweise. Ganz zum Schluss, schon wieder habe ich da zu tief gedrückt, ganz zum Schluss, was kann man jetzt tun? Das ist der vierte Punkt in der Tischvorlage. Sind wir dem allen ausgeliefert? Das ist ja nun das Thema der digitalen Agenda. Denn eins ist klar, man liest das hin und wieder zurück zur guten alten Zeit. Also da hört man immer, dass Leute sagen, ich habe mein Handy weggeschmissen. Und gut, das wird an der Welt, der digitalen Welt überhaupt nichts verändern. Das, ich glaube, Google-los durch den Tag, um Helene Fischer zu zitieren, das wollen doch letztlich die wenigsten. Also wird wichtig das Primat der Politik. Ich habe schon gesagt, das erleben wir im Augenblick auf drei Ebenen. Deutschland mit der digitalen Agenda, 20. August, alles vor wenigen Tagen, alles ganz frisch, als Hausaufgabenheft beschlossen. Zweitens, auch die EU hat eine digitale Agenda und sie hat jetzt seit wenigen Tagen mit Günther Oettinger einen Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Es geht auch da erst los. Wir werden bei Herrn Ronellenfeld hören, dass man an der Datenschutzgrundverordnung arbeitet und so weiter. Aber das ist alles jetzt im Werden. Und schließlich auf der internationalen Ebene, ganz spannend, Sie kennen alle das Weltwirtschaftsforum WEF in Davos. Der Herr Klaus Schwab ist ja weltberühmt geworden, der immer alle Größen der Politik, der Wirtschaft und so weiter zu sich einlädt. Die haben am 28. August, auch vor noch nicht mal 4 Wochen, ein Konzept zur Behebung der weltweit diskutierten Fehlentwicklung im Internet erarbeitet und sind damit an die Öffentlichkeit getreten. Man will, und da sehen Sie auch den Stand der Diskussion, die verschiedenen Problembereiche kategorisieren und dann die geeigneten Institutionen für die Bearbeitung auswählen. Es geht jetzt los. Und man hat gesagt, sehr gut, auf dieser Konferenz des WEF, das Internet funktioniert glänzend auf der technischen Ebene. Die ITU, Internationale Telekommunikationsunion der UNO, macht einen hervorragenden Job. Es läuft immer, das Internet. Die Standardisierungsfragen sind eigentlich sehr gut gelöst durch das Committee W3, WWW-Committee.
Und die Sache mit den Adressen, die wir brauchen, um durch das Internet zu kommunizieren, das wird durch ICANN, diese Institution für die Vergabe von Namen und Nummern, wie es heißt, alles glänzend gemacht. Was fehlt, ist die politische Bewertung dessen, was das Internet im Augenblick produziert. Und diese politische Bewertung, die soll jetzt durch einen Internet-Governance-Ansatz ins Rollen kommen. Und das ist die Situation. Die Alternative wäre ja, dass man das globale Internet praktisch aufgibt. Wenn man sagt, wir kriegen die Kriminalität nicht in den Griff, wir kriegen das Abhören nicht in den Griff. Es wird dazu führen, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dass die Staaten ihre nationalen Grenzen hochziehen in den digitalen Raum. Es gibt diesen Vorschlag des Schengen-Raums. Wir lassen die Daten nur im Schengen-Raum. Wir vermeiden es, unsere Daten in Amerika, in China zu speichern. Es gibt Firmen, die sagen, wir suchen Serverfarmen, Wolke, Cloud genannt, die als Markenzeichen dran schreiben, nicht wie früher, made in Germany, sondern data hosted in Germany, nach deutschen Sicherheitsvorstellungen. Es gibt eine große Bewegung, Republika ist eine Konferenz, die erst im Frühjahr stattgefunden hat, mit 7000 Mitgliedern in Berlin. Und die haben als Motto gehabt, lauter Netzaktivisten, die haben als Motto gehabt, into the wild. Lasst uns in die Wildnis aufbrechen. Wenn uns die NSA dauernd bespitzelt, wenn wir uns nicht wehren können gegen die Dinge, dann verschwinden wir im Untergrund. Und ich kann das jetzt nicht ausführen, vielleicht haben wir Zeit, der Holländer kennt sich da gut aus. Es gibt die Tor-Netzwerke, die es ihnen ermöglichen, abzutauchen in den Untergrund, anonym Geschäfte zu betreiben, anonym zu kommunizieren. Wollen wir das? Soll das die Antwort auf die Probleme des Internets sein? Meines Erachtens ganz sicher nicht. Wir sollten versuchen, das globale Internet zu behalten mit den ganzen Vorteilen, die damit verbunden sind. Aber dann müssen wir es auch schaffen, diese eingangs genannten Probleme ausgespäht werden, bestohlen werden, um das ganz vereinfacht auszudrücken, zu beheben. Das ist, glaube ich, worum es geht. Und in der Diskussion kommt es jetzt auf Ihre Erfahrungen, auf Ihre Beobachtungen, Ihre Hoffnungen, Ihre Befürchtungen und Ihre Vorschläge an. Soweit also mein Überblick. Damit beschließe ich meinen Teil und übergebe an Herrn von Lucke. Herr von Lucke wird sich jetzt mit der Branche, mit dem Geschäftsfeld Staat und Verwaltung beschäftigen. Herr von Lucke hat hier in Speyer an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften promoviert und sich habilitiert. Er hat jetzt den Lehrstuhl für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen inne. Ist ein Lehrstuhl für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik. Ich habe die Aufgabe, Sie jetzt ein bisschen mitzunehmen in die wunderbare Welt, die da schon draußen längst da ist. Sie mitzunehmen von Web 2.0 über soziale Netzwerke und was passiert da draußen eigentlich, in die Welt der offenen und frei zugänglichen Daten. Ein Ansatz, der sehr gut die Gedanken aufgreift der Share Economy, die Herr Reinermann vorhin schon aufgegriffen hat. Und das dann übertragen in den öffentlichen Sektor Open Government, die Öffnung von Staat und Verwaltung. Was bedeutet das? Welche Veränderungen kommen da auf uns zu? Um dann dies anhand von aktuellen Trends der Öffnung von Staat und Verwaltung zu vertiefen. Um dann zur Abschlussfrage zu kommen, wohin steuern wir eigentlich mit Staat und Verwaltung genau in diese Richtung zur digitalen Gesellschaft? Wie verändert sich der Staat dadurch und wie steuern wir eigentlich derzeit hin und das auch nochmal zu reflektieren, ob das, was wir derzeit machen, wirklich genau in die richtige Richtung geht. Anfangen möchte ich aber mit einer Einführung in die zweite Generation der Webtechnologien und in soziale Netzwerke.
angefangen, das World Wide Web, die erste Generation, das Internet der Systeme, das Internet der Computer. Das war das, was Tim Berners-Lee uns mit dem World Wide Web im Prinzip ab 1990 zur Verfügung gestellt hat. Die Vernetzung, das Internet klassisch, so wie wir es kennen. Da musste man damals Computer beherrschen. Man brauchte häufig ein Informatikstudium. Das hat sich jetzt geändert. Mit der zweiten Generation, dem Social Web, dem Web 2.0, da steht der Mensch im Mittelpunkt. Das Internet der Menschen, das Internet zum Mitmachen. Es gibt Werkzeuge, es gibt Dienste, die sind da verfügbar, frei zugänglich über das Internet. Wir werden uns gleich ein paar ansehen. Aber das ist natürlich nicht das Ende der Entwicklung. Es geht schon längst weiter. Auch die Daten werden zunehmend vernetzt. Man spricht von vernetzten, offenen Daten im Internet der Daten mit dem Semantic Web, die dritte Stufe. Und die vierte Stufe steht schon vor der Tür. Das Internet der Dinge, die Internet der Dienste, die intelligenten Objekte, die smarten Objekte, die selbst miteinander kommunizieren. Dazu gehört zum Beispiel die Autos, die miteinander kommunizieren, Sachen, an denen die Automobilindustrie schon lange sitzt. Das steht vor der Tür, die Smart City, die smarte Stadt, die intelligente Stadt Speyer. Wir sind gespannt, was da kommt. Konzentrieren wir uns jetzt aber erstmal auf die zweite Stufe, nämlich auf uns, auf die Menschen und die Vernetzung der Menschen im Internet zu mitmachen. Und da gibt es viel in der Wolke, da gibt es viele Dienste, die heute schon zur Verfügung stehen und die Sie alle selber kennen und auch nutzen. Da gibt es Dienste wie Facebook, wie Twitter und Co., soziale Netzwerke, Videoplattformen wie YouTube, Spielangebote, Apps zum Runterladen, Musikplattformen, Bildersammlungen, Fragen und Antworten, Social Shopping Angebote, Bewertungsangebote, Formen zur Zusammenarbeit, zum Twittern, zum Zwitschern und viele andere Sachen. Und die stehen heute zur Verfügung, kostenlos, frei zugänglich. Und die Leute nutzen die. Die nutzen die sehr aktiv. Beispielsweise ist hier eine aktuelle Übersicht, die Intel zusammengestellt hat. Innerhalb einer Minute, in der ich gerade rede, werden schon 30 Stunden Videos hochgeladen. Oder über Google gibt es mehr als 2 Millionen Suchanfragen. 6 Millionen Leute schauen gerade in dieser Minute in Facebook rein. Und über Twitter laufen mehr als 100.000 neue Nachrichten. Bei Flickr wurden gerade 3.000 Fotos hochgeladen. Es wird genutzt, es kommt an. Und natürlich, es würde uns überraschen, wenn die Bürger, wenn die Menschen das natürlich nicht auch nutzen, um sich politisch zu äußern, um sich irgendwo einzubringen, um dies im Umfeld zu nutzen. Und es gibt Staaten, Länder, die reagieren drauf. Sie haben ganz versteckt eine bayerische Zeichen getragen. Der Freistaat Bayern ist in Facebook aktiv. Er ist der Meinung, das ist die einzige Möglichkeit, noch mit den jungen Leuten überhaupt in Kontakt zu kommen, die heute nämlich keine Zeitung mehr lesen und nicht mehr Fernsehen gucken. Der Freistaat Bayern ist aber auch bei Twitter aktiv und twittert über den Aufbruch Bayern und wie es in der Zukunft weitergeht. Der Freistaat Bayern ist bei Google Plus aktiv und nutzt auch ein soziales Netzwerk. Und jetzt halten Sie sich fest, die sind auch bei YouTube und haben einen eigenen Kanal. Und hier sehen Sie die Aufsicht, das Portfolio des Freistaats Bayern, wie sie im Internet zurzeit aktiv sind. Da flog nicht nur der bayerische Datenbeschützer vom Stuhl. Der wusste nämlich, was technisch möglich ist und in der Tat, das war eine Analyse, die wir vor den NSA-Sachen gemacht haben. Heute sehen wir das noch sehr, sehr kritisch, weil jede Äußerung natürlich auch genutzt werden kann, ausgewertet werden kann. Und wenn Anbieter wie YouTube, wie Facebook, wie Google Daten auswerten, reflektiert eröffnen sich hier neue Möglichkeiten, die durchaus kritisch zu hinterfragen werden. Wollen wir das? Können wir das? Auf der anderen Seite muss man hier abwägen, wie kommen wir denn sonst an die Leute ran, die in solchen Social Media sind? Welche Konsequenzen müssen wir hier gucken? Welche Konsequenzen müssen wir hier ziehen mit Blick auf eine Weiterentwicklung solcher Dienste, dass sie auch datenschutzkonform hier in Deutschland aktiv sind? Gerade vor dem Hintergrund, dass wir es hier häufig gar nicht unterbinden können, Leute zu erlauben oder Leuten nicht zuzulassen, dass sie sich auch politisch im Netz zu bestimmten Sachen, zu bestimmten Fragen äußern. Einer der Punkte, auf den ich hier in diesem Anschluss gleich eingehen möchte, ist sozusagen auch gleich die Vernetzung der Daten, auf die Herr Reinermann ja schon die ganze Zeit eingegangen ist. Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Webs, hat in seinen aktuellen Aktivitäten, er ist ja unter anderem Präsident des World Wide Web Consortium W3C, der sich sehr intensiv für die Vernetzung von Daten einsetzt, gesagt, wir müssen die Daten vernetzen. Wir müssen sie intelligent vernetzen, damit wir sie auch auswerten können und damit wir sie nutzen können. Genau diese Vernetzung von Daten
Und diese Öffnung von Daten, dass andere sie nutzen können, das sollte einer der Punkte sein, die uns im vernetzten Zeitalter wichtig sein könnten. Offene Daten sind nichts anderes als Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit, also für uns, der Gesellschaft ohne Einschränkungen zur freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und zur freien Weiterverwendung frei zugänglich gemacht werden, sodass Datenbestände, die da sind, auch von anderen genutzt und wiederverwendet werden können. Und das eröffnet in der Tat durch die Vernetzung und Weiterverwertung ganz neue Möglichkeiten. Sie kennen beispielsweise ja die Wikipedia. Hinter der Wikipedia steht eine Datenbank, die DBipedia, die die Datenbestände der Wikipedia nochmal separat aufbereitet und so auch anderen Anwendungen zur Verfügung stellt. Oder Sie kennen neben ARD und ZDF auch die BBC. Die stellen alle ihre Sendungen im Internet zur Verfügung und die können andere nutzen. Dasselbe ist mit Geodaten. Es gibt ja die Inspire-Richtlinie, der nach auch die Geodaten frei zugänglich zur Verfügung gemacht werden sollen, damit sie andere nutzt. Eine EU-Richtlinie, die jetzt in Gesetz auch hier in Deutschland umgesetzt werden soll. All diese Daten stehen kostenlos zur Verfügung mit dem Ziel, sie wirtschaftlich zu nutzen, sie weiter zu nutzen. Und genauso geht es auch mit der Verwaltung. Es gibt auch jede Menge Verwaltungsdaten, ich habe sie hier mal markiert, die wir eigentlich genauso nutzen könnten. Wenn die Bürger wissen, was die Verwaltung weiß, wenn die Bürger wissen, was die Gesellschaft weiß, welche wissenschaftlichen Schätze wir haben, welche Fachschätze, da steckt ein großes Potenzial. Und dieses Potenzial hat die Bundesregierung in den letzten vergangenen 4 Jahren schrittweise begonnen zu erschließen. Nach einer Studie wurde im Februar 2013 das GAF-Data-Portal von Bund, Ländern und Kommunen freigeschaltet. Ein Portal, was wie ein Katalog, wie ein Bibliothekskatalog versucht, die ganzen Datenschätze von Bundesverwaltung, Landesverwaltung und Kommunalverwaltung zu erschließen, damit wir sie nutzen. Damit wir Apps draus machen, damit wir sie visualisieren, damit wir sie in Zeitungen einbinden können, in Angebote im Immobilienbereich, dass Banken vielleicht bessere Geschäfte machen können. Die Daten sind da, wir sollten sie nutzen. Und jetzt halten Sie sich fest, einen Monat später war das Land Rheinland-Pfalz natürlich auch da und hat das eigene Datenportal zur Verfügung gestellt. Und fürs Land Rheinland-Pfalz ist es selbstverständlich, dass diese Daten sich auch im gemeinsamen Portal von Bund, Land und Kommunen wiederfinden. Was wir kritisch feststellen ist, dass hinter diesem Portal in Rheinland-Pfalz, an denen auch alle Behörden in Rheinland-Pfalz schon mitgewirkt haben und permanent aufgefordert sind, weitere Daten zur Verfügung zu stellen, eigentlich nur eine Person sitzt. Das heißt, Sie investieren mit Ihren Steuergeldern hier in Rheinland-Pfalz oder unterstützen mit einer Person den Aufbau eines solchen Datenkatalogs. Auf Bundesebene teilen wir uns mit 80 Millionen Leuten 2 Mitarbeiter. Vergleichen wir das mit den Kosten, die wir für unser Bibliothekspersonal beispielsweise hier an der Hochschule in Speyer haben, dann haben wir da ein gesundes Missverhältnis, muss ich mal so sagen. Aber auf welchen Daten sitzen wir eigentlich? Wir sitzen auf kulturellen Daten, Museen, Ausstellungen, wir haben Archive, wir haben Bildungsangebote, wir haben Schuldaten, nicht die Bücher, sondern wie gut ist der Unterricht, wie häufig findet Unterricht statt, wo wird was angeboten? Welche Ausfälle haben wir zu beklagen und wie stellen wir sicher, dass hier sozusagen auch das Angebot in den Schulen unseren qualitativen Erwartungen entsprechen? Wir haben die Statistiken, wir haben Rundfunk- und Fernsehdaten, wir haben die Geodaten, wir haben Haushaltsdaten, oh jetzt wird's lustig, Verknüpfung mit Haushalts- und Finanzdaten, wir haben Abstimmungsverhalten, wir haben Parlamentsdaten, wir haben Gesetze, wir haben Transportdaten, wir haben Umweltdaten, Verwaltungsdaten, Gesundheitsdaten, jede Menge Daten, die einfach da sind. Wir sitzen auf den Schätzen und wissen sie gar nicht so richtig zu heben. Vielleicht wissen wir auch gar nicht, wie wir an die Daten rankommen und vielleicht haben wir noch nicht solche innovativen Geschäftsmodelle wie Uber und Co., aber vielleicht haben wir sie doch, vielleicht geben wir den jungen Leuten noch nicht genügend Unterstützung und auch den Älteren, hier neue Unternehmen zu gründen, hier zu überlegen, was machbar ist. Das irritiert mich. Wir haben nicht genügend Geld, während Nelly Kroes, die das in den letzten 5 Jahren als Kommissarin der EU-Agenda als die neue Wirtschaftskraft Europas sagt und sagt, wir können hier bis 2020 206 Milliarden Euro zusätzliches Wirtschaftswachstum generieren. Wenn das Land Berlin sagt, wir sitzen hier eigentlich auf digitalem Gold, wir wissen noch nicht, wie wir es schöpfen können. Und die Briten hier schon mit einem Open-Data-Institut massiv Geld investieren, damit sich Unternehmen gründen, dann muss ich mir fragen, wo sind wir eigentlich in Deutschland gelandet?
dass wir solche Infrastrukturmaßnahmen nicht fördern, sondern 2 Mitarbeiter auf Bundesebene für so eine Aufgabe abstellen und hier 600.000 Euro in den letzten 4 Jahren ausgegeben haben. Das ist nicht mal 1 Cent pro Bundesbürger, das ist eigentlich armutsmäßig, was wir machen. Was machen wir eigentlich im Kontext von Open Government? Und jetzt wird es richtig lustig. Open Government ist eigentlich ein Ansatz, der aus Skandinavien kommt, eine Öffnung von Staat und Verwaltung. Und das eigentlich zwar über die Europäische Union in vielen Bereichen auch zu uns kam, aber den großen Drive erst aufgenommen hat, nachdem Barack Obama als ersten Tagesbefehl an die Behördenchefs auf Bundesebene nach seiner Amtsernennung in den USA gesagt hat, ich will, dass Staat und Verwaltung künftig offen und transparent sind. Wir brauchen die Transparenz, denn die Bürger sollen wissen, was wir in ihrem Auftrag machen. Ich möchte, sagte er, dass wir partizipativ sind. Da gibt es so viele interessante Impulse draußen von den Menschen. Wir müssen gucken, dass wir sie künftig einbinden und wir müssen besser zusammenarbeiten können. Wir müssen Werkzeuge zur Verfügung stellen, dass diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gruppen und Akteuren optimal läuft. Ein Impuls, der weltweit aufgegriffen wurde. Ein Impuls, der eigentlich 2 Sachen zusammenfasst. Auf der einen Seite nämlich die Öffnung, das, was wir eigentlich aus Skandinavien und von der EU schon lange kennen, nämlich Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns, die Informationsfreiheit und vor allem Bürgerbeteiligung. Aber das verknüpft sich jetzt und das ist das Neue mit dem, wo wir, Herr Reinermann und ich, groß geworden sind, nämlich dem E-Government, der IT. Dem Einsatz von Internet und Kommunikation in Staat und Verwaltung im Internet, jetzt Social Media, und das führt uns zu etwas, was eigentlich neu ist und revolutionär, nämlich auch die Verwaltung verändert sich. Sie öffnet sich mit IT und hier öffnen sich ganz neue Perspektiven für uns alle. Open Government ist aus meiner Sicht derzeit nichts anderes als ein Sammelbegriff für ganz verschiedene Ansätze dieser Öffnung und wir müssen für uns als Staat in Rheinland-Pfalz, aber auch auf Bundesebene, sicherlich auch hier in der Stadt Speyer, für uns selbst bestimmen, auf welche Schwerpunkte wollen wir eigentlich setzen. Ist es die offene Staatskunst? Wollen wir den Politikern Werkzeuge mit auf den Weg geben, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen? Oder ist es das, was Barack Obama sagt, ich möchte Verwaltung transparent machen mit Hilfe von Web 2.0-Technologien? Oder möchte ich mehr Bürgerbeteiligung mit Hilfe von Web 2.0-Technologien? Oder möchte ich die Zusammenarbeit intensivieren? All das steht auf Bundesebene zwar so ein bisschen in den Papieren, aber man stellt auch fest, wir haben eigentlich kein Geld. Wir reduzieren uns auf das, was schnell umsetzbar ist, auf die Quick Wins. Wir reduzieren uns erstmal nur auf die offenen Daten und sollte irgendwann später mal Geld da vorhanden sein, kümmern wir uns auch um die 3 Punkte da unten. Wir könnten auch über Innovation nachdenken, offene Innovation, das moderne und Treibungsthema derzeit in der Industrie. Wir sitzen gerade in Friedrichshafen an solchen Projekten ran. Offene gesellschaftliche Innovation, welche Innovationswerkzeuge müssen wir eigentlich Staat, Politik und Gesellschaft zur Verfügung stellen, um hier stärker Impulse setzen zu können, um auf offenes Wissen zu setzen. Das sind Programme bis hin zu offenen Prozessketten, die in der Tat Staat und Verwaltung auch hier substanziell verändern können. Es geht aber auch um alte Themen wie die Informationsfreiheit, der freien Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu Studien, aber auch zu Forschungsdaten, zu technischen Themen wie offene Standards, offene Software, Open Source Software. All das lässt sich unter Open Government zusammenfassen. Wir in Deutschland, wenn wir viele weitere Sachen sind möglich. Wenn wir in Deutschland über Open Government reden, versteht der Bund derzeit vor allem Open Data. Wir haben von Seiten der Gesellschaft für Informatik mit einem Memorandum versucht, dagegen zu halten. Open Government ist mehr als nur offene Daten. Es geht um Offenheit, es geht um Transparenz, es geht vor allem um ein Verantwortungsbewusstsein, es geht um Bürgerbeteiligung, es geht um Zusammenarbeit, es geht um Kohärenz, um Nutzen, Mehrwert und Effizienz. Punkte, die nach und nach zwar auch in den Papieren von Bund und Ländern vorkommen, aber häufig aus Kostengründen ganz nach hinten fallen und das ist durchaus bedauerlich. Und wir haben uns dann mal die Wahlprogramme angeguckt, denn wir waren der Meinung, nach 4 Jahren Diskussion über Open Government findet sich denn das wenigstens in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl wieder. Und wir waren eigentlich sehr positiv angetan, dass in allen Parteien in der Tat Elemente sich wiederfinden. Wir haben das dann auch mal versucht zu bewerten auf einer Skala von 0 bis 100. Wir haben einen Open Government Index entwickelt und dann stellten wir fest, sehr zu unserer Überraschung, dass die ganzen Parteien, wir haben uns 6 jetzt im Detail angeguckt, eigentlich gar nicht das Potenzial in ihren Programmen voll ausschöpfen, was heute schon denkbar ist.
Der Wert, den wir für die CDU und CSU rausgefunden hatten und aufgrund der Unterlagen war 25,5, obwohl die CSU vor der Wahl in Bayern ein digitales Bayern 3.0 verkündete und eine Digitalisierungsmilliarde ausschütten wollte. Bei der FDP kamen wir auf 31,5%, die SPD war bei 49,0, die Grünen 53,5, die PDS, nein, die heißen heute die Linke, 42,0 und ganz überraschend für uns die Piratenpartei nur bei 55,5. Das heißt, nicht mal die Piratenpartei sah voll das Potenzial, welches möglich ist, hier effektiv zu nutzen. Wir haben das jetzt auch verglichen mit dem Koalitionsvertrag, der liegt, also das gemeinsame Arbeitspaket von CDU, CSU und SPD, das liegt beim Wert von 36,0. Wir haben Punkte drin. Eigentlich sollte das jetzt kommen. Die Realität sieht durchaus etwas anders aus. Vielleicht ist es auch noch zu früh, denn es ist hier ein Hausaufgabenbuch und das Zahlgeld, Herr Schäuble hat die Kassen noch nicht freigemacht, ist ja nicht da. Es sieht anders aus. Was ebenso zu beobachten ist, ist, dass vor diesem Weg und vor dieser Herausforderung, was ist eigentlich Open Government? Was ist ein offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln? Stehen wir in Deutschland nicht allein. Staaten weltweit stehen genau vor diesem Problem. Und Brasilien, die USA, Großbritannien, Südafrika, Mexiko und Indonesien haben Staaten weltweit eingeladen, gemeinsam diesen Weg zu gehen und sich hierzu auszutauschen in der Open Government Partnership. Zu unserer Überraschung finden wir hier weder Deutschland noch Österreich und die Schweiz. Es war lange darüber diskutiert worden, möchte Deutschland dabei sein oder nicht. Sie fanden es in keinem der Wahlprogramme erwähnt. Es steht aber interessanterweise im Koalitionsvertrag, wir prüfen, ob ein Beitritt Deutschlands zur Open Government Partnership Sinn macht. Ich werde nachher darauf zukommen, ob es wirklich schon in der Praxis angekommen ist. Wir von Seiten des Arbeitskreises Open Government Partnership Deutschland, dem ich auch angehöre, als Vertreter der Gesellschaft für Informatik, sind der Meinung, das ist eine gute Sache. Wir sollten das machen. Es gibt aber auch Akteure, wie beispielsweise Herr Staatssekretär AD Weber, der im aktuellen Verwaltung und Management sich ganz klar dagegen geäußert hat und hier eine amerikanische Weltverschwörung fürchtet. Das sei alles nichts anderes als eine Möglichkeit der Amerikaner, die Weltherrschaft zu übernehmen mit kalifornischer Ideologie. Man kann das für bare Münze nehmen, so wie wir das gemacht haben. Man kann auch eigene Punkte dagegen setzen. Sie finden es im Verwaltung und Management sehr detailliert. Sie brauchen allerdings ein bisschen Zeit, um sich durch Webers Vorstellung durchzuarbeiten. Wo steuern wir eigentlich hin? Und das sind, glaube ich, die ganz spannenden Fragen für uns, abseits von den Punkten der Landespolitik, der Bundespolitik. Was verändert sich eigentlich durch die Technologie? Was verändert sich konkret in Staat und Verwaltung durch diese Öffnung? Und ich möchte mal ausgehen vom Politikzyklus, den Sie alle aus den Politikwissenschaften her kennen. Ausgangsbasis, eine Problemdefinition, Sie haben das Agenda-Setting, auf ein Problem gibt es verschiedene Optionen, Sie entscheiden sich dann für eine Option, das ist der Bereich, wo die Politik gefragt wird. Wir als Verwaltung kommen dann bei der Implementierung, wir haben dann die Aufgabe, das umzusetzen, was die beste Lösung ist, nach Vorstellung der Politik und dies optimal und effizient und effektiv zu machen. Man kann dann beobachten, wie gut ist die Verwaltung in der Umsetzung und im Rahmen einer Evaluation mal kritisch hinterfragen, könnte man was besser machen, müsste man was verändern, wie geht's lang, was verändert sich? Mithilfe der Technik kann ich jetzt zu jedem Problem jederzeit eine Gruppe gründen, eine neue Gemeinschaft bilden und hier Leute motivieren, sich an ein Problem zu klammern. Und das passiert heute über Facebook, über Google+ und verschiedene andere soziale Netzwerke. Ich kann über das Internet sehr offen und transparent, volltransparent informieren. Insbesondere mit offenen Daten kann ich eigentlich zu jedem Zeitpunkt in diesem Zyklus ganz klar und transparent sagen, wie der aktuelle Stand ist und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, die in einer papierbasierten Welt nicht da waren. Ich kann heute in großen Gruppen Texte schreiben, die Piratenpartei macht es uns vor, in großen Gruppen Objekte gestalten, Open Design, Collaborative Editing, das sind Werkzeuge, die zur Verfügung sind, wie Piratenpad oder Etherpad beispielsweise. Ich kann in großen Gruppen, auch das zeigten die Piratenparteien mit ihren Werkzeugen, Beratungen durchführen. Ich kann in großen Gruppen diskutieren. Ja, ich kann sogar in großen Gruppen mittlerweile Entscheidungen herbeiführen und Leute beauftragen, bestimmte Sachen zu machen.
Und in der Verwaltung kann ich plötzlich in großen Gruppen auch gemeinsam handeln, gemeinsam programmieren. Wir kennen das von Linux. Solche Plattformen sind längst weiterentwickelt. Hier öffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Gerade in einer Verwaltung, die massiv Personal abbauen muss und die Aufgaben gar nicht mehr in dieser Form wie bisher wahrnehmen kann. Und ich kann über Plattformen, Herr Reinermann hat es ja vorhin auch schon gesagt, all dieses auch noch kommentieren und bewerten. Ich habe ein systematisches Feedback und ich kann von diesem Feedback lernen. Wie lerne ich aus Verwaltungssicht von dem Feedback der Bürger, damit das, was wir machen, noch sehr viel besser ist? Und das sind genau Punkte, die für substanzielle Veränderungen in den nächsten Jahren bei uns sorgen werden. Und es liegt an uns, was wir daraus machen. Um es mal ganz konkret zu zeigen, in Großbritannien werden Gesundheitsdaten veröffentlicht. Also wie gut ist eine Operation, wie viele Leute überleben eine Operation, beispielsweise bei Herzoperationen. Nachdem die Überlebensraten veröffentlicht wurden, begannen die Patienten, das überrascht uns jetzt nicht, die Krankenhäuser zu vergleichen. Man geht natürlich in das Krankenhaus, wo die Überlebensrate am höchsten ist. Stellten dann auch die Krankenhäuser fest. Kundenabwanderung, der Effekt war, nach einem Jahr, die Überlebensraten sind um 50% gestiegen. Open Data kann Menschenleben retten. Das ist ganz wichtig. Der Grund war relativ simpel. Man hat dann analysiert, woran lag es denn? Stellten fest, die meisten Leute starben Freitag, Samstag, Sonntag. Da waren keine Ärzte da, die im Notfall schnell helfen konnten. Also investierten sie in zusätzliche Ärzte, die am Freitag, Samstag, Sonntag aus Deutschland eingeflogen sind und hier noch ein bisschen Zusatzgeld verdient haben, sorgten für eine rundumfassende Ärzteversorgung und die Menschen haben überlebt. Allein dieser Ansatz sollte in Deutschland, und bei uns sind diese Daten bisher closed, sie sind nicht offen, auch in Menschenleben führen. Es ist eine Diskussion, die in jeder Stadt zu führen ist. Das ist eine Diskussion, die in Speyer zu führen ist. Es geht schließlich um Ihre medizinische Versorgung. Das ist nur ein Beispiel. Sie können mal die Entwicklungshilfe offen machen und gucken, wer investiert wo Geld, wer kriegt auch welche Gelder, was passiert mit den Ergebnissen, wie können die Empfänger auch systematisch zusammenarbeiten. Kollegen von der Open Knowledge Foundation haben das alles schon mal visualisiert. Man geht sogar so weit, jetzt mal zu visualisieren, wo China derzeit Geld investiert, weil das weiß ja keiner, aber die Chinesen haben ihre eigene Agenda. Und in dieser Zusammenarbeit steckt so ein großes Potenzial, dass wir eine ganze Arbeit dazu in Auftrag gegeben haben, die wir letzte Woche vorgestellt haben, die den Best Thesis Award an der Zeppelin-Universität gewonnen hat. Kann ich Ihnen sehr nahelegen, von Timo Rinke, OpenAid, der genau dieses Potenzial von Offenheit mal für die Entwicklungspolitik zusammengetragen hat. Stecken solche Potenziale drin, nur in der Entwicklungsarbeit. Wir müssen diese Schätze dringend heben und systematisch erschließen. Problemdefinition. Frau Merkel hat zu einem Dialog über Deutschlands Zukunft aufgerufen und sie wollte sich nicht nur von Experten beraten lassen. Sie hat im Rahmen ihrer Neujahrsansprache 2012 war es, die Bürger aufgefragt, nennen Sie mir die Antworten, nennen Sie mir Ihre Vorschläge, wie wir künftig zusammen leben wollen, wie wir künftig zusammen arbeiten wollen, wie wir künftig hier in Deutschland zusammen lernen wollen. Es haben sich sehr, sehr viele Leute daran beteiligt, hier in einen offenen Dialog einzusteigen und hier gemeinsam die Agenda zu besetzen. Man kann auch anders nach Lösungen suchen, indem man nämlich eine Frage stellt, so macht das die britische Vermessungsverwaltung. Wir stellen euch Geodaten zur Verfügung und ihr liefert uns Antworten, ihr liefert uns vielleicht tolle Ideen. Wir laden die besten Ideengeber zu einem Barcamp ein, das ist so eine Unkonferenz, wo man dann Ideen vorstellt, diskutiert und die besten Vorschläge, die dann prämiert werden, die kriegen Preise und Unternehmensgründungsförderung. Etwas, auf das wir in Deutschland komplett verzichtet haben. Junge Ideengeber, die gute Ideen haben, auch zu fördern. Die Fragen waren eigentlich relativ simpel. Wie kann sich Großbritannien künftig ernähren? Mit Unterstützung und Basis der Geodaten, die da sind? Oder wie können wir das Transportwesen in Großbritannien verbessern? Wie können wir die Verkehrsprobleme hier in Speyer lösen mit den Basisdaten, die Ihnen die Stadt zum Verkehrssystem zur Verfügung stellt? Fragen, die hier konkret in der Stadt natürlich auch zu klären sind. Agenda Setting. In Baden-Württemberg haben wir nicht nur eine grün-rote Landesregierung, sondern wir haben auch eine Bürgerbeauftragte, die sich insbesondere um die Zivilgesellschaft kümmert und die sagt, wir wollen auch mit den Bürgern in die Diskussion einsteigen. Wir haben nicht nur einen Planungsleitfaden erarbeitet, wie Öffentlichkeitsbeteiligung künftig zu tun ist, wir machen es auch. Und wir setzen das jetzt systematisch in die Diskussion ein, in den Politikprozess ein. Wir wollen
dass die Bürger gehört werden und dass sie auch erhört werden. Auch das ist wichtig und dazu stehen auch Beteiligungsportale auch in elektronischer Art und Weise zur Verfügung. Die Piratenpartei hat uns einerseits gezeigt, dass man hier ganze Parteien auf solche Strukturen schon aufsetzen kann und der Ansatz von Liquid Feedback wurde auch von anderen Parteien in ähnlicher, vergleichbarer Form nach und nach aufgegriffen. Die Piratenpartei zeigt aber auch, dass man die Menschen berücksichtigen muss und dass die Menschen manchmal vielleicht auch ganz komplex sind und die Lösungen gar nicht so einfach sind. Ich glaube, dass das, was wir hier an Werkzeugen von flüssiger Demokratie sehen, erst ganz am Anfang ist und dass wir solche Werkzeuge systematisch weiterentwickeln müssen als ein Angebot, was auch von staatlicher Seite durchaus zu begleiten ist, weil es wertvolle Impulse zur Weiterentwicklung von Staat, Demokratie und Gesellschaft sein können. Kurzer Blick in die Entscheidungsfindung. Welche Werkzeuge müssen wir eigentlich der jungen Generation, die mit Google, mit Facebook, mit Twitter groß geworden ist, die mit einer Vernetzung groß geworden ist, künftig eigentlich mit auf den Weg geben, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen? Die gehen ganz anders um mit Themen wie Big Data. Die erwarten auf Knopfdruck auf einer Seite eine Übersicht, ein Problem und solche Werkzeuge sind heute gar nicht vorhanden. Ja, wir verstecken uns eigentlich auf den Datenschätzen aus Verwaltungssicht, auf denen wir sitzen, während die wie selbstverständlich erwarten, dass die Daten frei zugänglich sind und allen auch zur Auswertung zur Verfügung. Wie frei zugänglich ist denn der Haushaltsplan von Speyer und wie frei zugänglich ist denn die Haushaltsbewirtschaftung von Speyer? Wie genau haben Sie eigentlich als Bürger Zugriff auf genau diese detaillierten Daten? Fragen, die die junge Generation wissen will und wo sie Antworten auch haben will. Und die werden sich auch einbringen. Das ist beispielsweise eine Visualisierung auf einer Seite des Bundeshaushalts. Ich kenne das ja noch papierbasiert, 2400 Seiten, das ist dann so dick. Sie kriegen es auch als PDF-Dokument, das sind dann nur noch 2,4 Megabit, aber hier schön auf einer Seite, da verstehen wir relativ rasch, wo die Gelder hinfließen und wenn wir hier mal gerade ins Detail gehen, dann kann ich Ihnen das auch noch im Detail dann zeigen, dass man hier also in die ganzen Punkte im Detail eingehen kann. Dann habe ich jetzt auf dieser Plattform, die die Open Knowledge Foundation präsentiert hat, mal nach den Unterlagen von Rheinland-Pfalz gesucht. Vielleicht gibt es den Landeshaushalt. Bedauerlicherweise gibt es in ganz Rheinland-Pfalz weder vom Land noch von einer Kommune schon einen offenen Haushalt. Das ist seltsam, aber vielleicht ist das hier der Stil, dass sich die Bürger gar nicht für den Haushalt interessieren. Es würde mich allerdings stark irritieren. Was man in Köln gemacht hat, ist das Ratsinformationssystem geöffnet. Sie kennen das ja, wenn Sie im Rat waren, Sie kriegen regelmäßig auch so dicke papierbasierte Unterlagen für die nächste Sitzung, vielleicht kriegen Sie sie heute als PDF, aber suchen Sie mal nach Stadtteilen da drin, nach bestimmten Straßen oder Vorgängen. Hier hat ein Programmierer einfach den ganzen Datenbestand des Kölner Ratsinformationssystems über das Internet kopiert, in eine eigene Datenbank überführt und diese mit der OpenStreetMap, einer offenen Geodarstellung verknüpft und Sie können jetzt den gesamten Datenbestand nach Kölner Viertel, nach Kölner Stadtteilen, nach Straßen durchsuchen. Sie können automatisch Berichte, Merker sozusagen initiieren, wenn etwas geschieht, was Ihren Umkreis, Ihren Kiez, in Köln ist es das Viertel, betrifft, und werden darüber informiert. Die Anbieter von Ratsinformationssystemen wussten gar nicht, dass da eine Nachfrage sein könnte, dass man vielleicht wissen will, wenn irgendetwas im Rat ist zu seinem Ort, dass man das visualisieren könnte. Spannende Themen, die sich da eröffnen. Bei der Implementierung. Wir hörten ja die ganze Zeit, wir haben kein Geld. Mit Blick auf die demografische Entwicklung werden wir in 5 bis 10 Jahren eh kaum noch Geld haben. Insbesondere nicht für die Sachen, die wir gerne mögen, nämlich Kunst und Kultur. Aber warum bauen wir heute nicht, wie hier Better Place, Crowdfunding-Plattform aus, um Kunst- und Kulturwesen auch in Zukunft sicherzustellen, indem Bürger Geld für bestimmte Kunst- und Kulturprojekte zur Verfügung stellen, wenn die öffentlichen Haushalte das nicht mehr können. Und noch haben wir die Gelder dazu. Derzeit können wir solche Sachen noch initiieren. Wir sollten jetzt handeln und nicht erst in 5 oder 10 Jahren, wenn die Mittel wirklich nicht mehr zur Verfügung stehen. Formen der Zusammenarbeit haben sich insbesondere im Krisen- und Katastrophenmanagement mittlerweile herausgebildet. Beispielsweise auf Basis der OpenStreetMap haben weltweit Menschen nach dem Erdbeben in Haiti geholfen, aktuelle Satellitenbilder so in Kartenform aufzubereiten, dass den Hilfskräften in Haiti aktuelle Karten zur Verfügung standen. Denn im Rahmen des Erdbebens ist auch das gesamte Kartenmaterial den Behörden in Haiti verloren gegangen.
Die Karte für Haiti in dieser Genauigkeit war innerhalb von 2 Tagen mit einer Community weltweit zusammengesetzt. Die Hilfstruppen konnten relativ gut sich daran orientieren. Es hat sich hier eine weltweite Crisis Mapper Community gebildet, die hier über so eine offene Plattform zusammenarbeitet. Ein wunderschönes Beispiel, was offene Zusammenarbeit wirklich bedeuten könnte. Und das Datenportal, was ich Ihnen vorhin zur Verfügung gestellt hatte und gezeigt hatte von GovData, steht selbstverständlich auch als offene Software im Internet über GitHub zur Verfügung. Fraunhofer Focus hat dies gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium zur Verfügung gestellt. Jeder kann heute mitarbeiten, diese Software weiterzuentwickeln. Es machen auch Leute. Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiges Signal, was aber nicht eine Einzelaktion aus Presse- und Showerwägung bleiben sollte, sondern systematisch auch gelebt werden sollte. Herr Reinermann hat das vor 30 Jahren anvisiert, dass solche Sachen eines Tages kommen. Wir haben sie bis heute aber nicht wirklich zum Leben gebracht. Da steckt noch sehr, sehr viel Potenzial drin, was wir einfach nützen und heben müssten. Monitoring, was wir in Friedrichshafen beispielsweise haben, ist eine Anliegensplattform. Sagsdoch.de heißt sie. Wenn Bürger der Meinung sind, hier hätten sie einen Verbesserungsvorschlag oder hier stimmt etwas nicht, können sie über diese Plattform Vorschlag einbringen. Der wird sofort weitergeleitet an die zuständige Stelle, entweder in der Stadt oder im Bodenseekreis, also auch Landkreis ist damit umfasst. Wir haben innerhalb von einem Jahr über 600 Beiträge, das heißt 1% der Bevölkerung hat sich hier beteiligt. Ein einziger Vorschlag reichte, nämlich das Verkehrsmuster, die Verkehrsführung vom Landratsamt zu verändern. Seitdem hatten sich die Staus in der Innenstadt von Friedrichshafen massiv reduziert. Allein dafür war die Gesamtinvestition schon wert. Das ist ein schöner Ansatz auch für Open Innovation. Solche Plattformen brauchen wir heute und brauchen wir nicht nur in einzelnen Städten, sondern bundesweit. Wir brauchen das aber nicht, dass so etwas 12.000 Mal in Deutschland separat entwickelt wird. Das sollte als Shared Service gemeinsam einmal entwickelt werden und allen zur Verfügung gestellt werden. Aus technischer Sicht, da gibt es aber rechtliche und föderale Probleme, weil man kann ja nicht gemeinsam zusammenarbeiten, auch wenn es rein technisch so möglich wäre. Hier gibt es gewisse Grenzen der Zusammenarbeit, die man jetzt nach und nach mit Hilfe des IT-Planungsrats versucht zu überwinden. Aber eine Zusammenarbeit über Stadtgrenzen, über Landesgrenzen, über Bundesländer hinweg ist derzeit noch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt aus der Praxis. Eine andere Sache, und das betrifft Sie hier in Speyer, wäre die Wheelmap. Das ist eine Anwendung, die haben Programmierer gebaut auf Basis der OpenStreetMap. Und zwar Programmierer, die alle in Rollstühlen sitzen und der Meinung waren, wir brauchen eine Plattform, um mal zu visualisieren, wo wir gut rankommen mit unseren Rollstühlen, wo wir leichte Probleme haben und welches Orte sind, zu denen wir überhaupt nicht kommen. Und wenn wir das einmal aufgesetzt hatten, und Sie hatten das für Berlin aufgesetzt, aber mit der OpenStreetMap verknüpft, dann könnten wir so etwas eigentlich weltweit zur Verfügung stellen. Sie haben es gemacht und Sie haben sogar ein bisschen Geld gekriegt und haben jetzt eine Oberfläche in 20 Sprachen. Es kann weltweit eingesetzt werden, in Brasilien genauso wie in Südafrika oder hier in Speyer. Und wenn diese Daten also so da sind und so schön visualisiert sind, dann muss man sich natürlich als Stadt, als lokale Industrie und auch als Gesellschaft fragen, wie kriegen wir eigentlich die ganzen roten Punkte so weg? Banken, Versicherungen, wo zum Beispiel keine Geldautomaten frei zugänglich sind. Wie können wir sozusagen die Stadt Speyer hier auch behindertenfreundlich, rollstuhlgefreundlich schaffen? Das ist eigentlich ein Punkt, wo einerseits die Politik Anregungen aufgreifen sollte, zu überlegen und hier vor allem auch der Behindertenbeauftragte, wie kriegen wir Speyer also noch rollstuhlfreundlicher? Andererseits die Bürger natürlich auch aufgefordert werden sollten, hier selbst zu gucken und zu gucken, die einzelnen Punkte, die derzeit noch nicht bewertet sind, vielleicht auch zu bewerten. Ich glaube, da steckt viel Potenzial drin, aber wie gesagt, es liegt an uns, was wir daraus machen. Zurück zum Geld. Man könnte auch ganz transparent machen, wo geht das Geld eigentlich hin? Und das macht man in Texas mittlerweile schon seit knapp 10 Jahren. Ich kann tagesaktuell, also nicht Wochen-, Monats- oder Jahresaktuell, tagesaktuell den Haushalt einzelner Behörden auf Knopfdruck übers Internet auswerten. Big Data, Data Analytics heißt das. Dahinter steckt eine SAP-Software, kann jeder Journalist, können Sie auch relativ leicht bedienen. Sie können das Ausgabeverhalten nach Kategorien angucken. Sie sehen hier beispielsweise, welche Produkte gekauft wurden oder ebenso interessant, welche Verkäufer Geld gekriegt haben, also wie viel ging an IBM, wie viel ging an Accenture und all die anderen Großen. Wie sieht denn das Reisekostenverhalten pro Behörde aus und weitere Suchsachen? Sehr wertvolle Werkzeuge, die bisher eigentlich den Kämmerern zur Verfügung stehen.
Wo der Kämmerer aber gesagt hat, im Sinne von Open Government, die muss allen Bürgern zur Verfügung stehen. Ich bin nicht jemand Besseres als ihr. Wir gehen hier mit öffentlichen Finanzen um. Im Sinne von offenen Haushaltswesen ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir diese Daten allen frei zugänglich machen. Ein weiterer Ansatz, das Informationsfreiheitsgesetz und Recht ein wenig zu unterstützen, ist dieser Bereich auch im Kontext von Transparenz. Sie haben als Bürger einen Anspruch darauf, Informationen von staatlichen Quellen zu verlangen. Bisher war das allerdings recht zäh. Sie mussten einen Antrag stellen und häufig scheiterte das Vorhaben schon an der Antragstellung. Die Open Knowledge Foundation hat auf Basis einer Open Source Software hier eine Plattform entwickelt, dass dieser Prozess elektronisch läuft, dass Sie elektronisch einen Antrag stellen können und Sie bei der Antragstellung auch dahingehend unterstützt werden, ist, als dass der Empfänger, also die Behörde, die Stelle, von der Sie die Information begehren, automatisch ausgewählt und mit den Adressdaten verknüpft werden. Und Sie schicken dies auch elektronisch an die zuständige Stelle. Ergänzend veröffentlichen Sie aber auch alle Antworten. Und das ist spannend. Wir haben mittlerweile mehr als 1000 Anfragen über diese Plattform abgewickelt und Sie kriegen nicht nur die Frage, wer war beispielsweise bei Ackermann beim Essen, sondern auch die Antworten, frei zugänglich. Das ist ein Wissensmanagement. Wir als Gesellschaft kriegen hier Informationen, die in dieser Form bisher von der Verwaltung frei zugänglich noch nicht angeboten wurde. Und der letzte Bericht der Bundesbeauftragten für Informationsfreiheit lautete, dass die Anfragen nach Informationsfreiheit um mehr als 60% zugenommen haben und dass über 50% der Anfragen mittlerweile über diese Plattform kommen. Das ist erst der Anfang, denn Informationsfreiheitsrecht, das muss ich Ihnen nicht sagen, haben wir zwar auf Bundesebene, aber nicht in allen Bundesländern. Sie in Rheinland-Pfalz haben eins, wir in Baden-Württemberg haben genauso wenig eins wie in Bayern, in Hessen, in Niedersachsen und in Sachsen, glaube ich. Und auf kommunaler Ebene sind solche Informationsfreiheitsanfragen sicherlich auch, wenn es gesetzliche Grundlagen oder Satzungen gibt, sicherlich auch nochmal ein Punkt, warum muss das alles papierbasiert laufen? Ist das nicht auch im Sinne der Informationsgesellschaft etwas, was heute ist, gerade mit Blick auf Evaluation? Und wie evaluiert werden kann, zeigen diese Beispiele aus Brasilien. In Brasilien ist es Pflicht für Bund, Länder und Kommunen, dass jede Gebietskörperschaft Transparenzportale hat. Und es gibt hier einen Vergleich. Wie offen, wie transparent sind diese Portale, freundlich gesponsert vom brasilianischen Bund der Steuerbezahler, die ganz einfach wissen wollen, wo wird das Geld für ausgegeben und wie wird sichergestellt, dass hier kein Missbrauch ist. Und glauben Sie mir, Brasilien hat da einige Probleme. Hier werden IT-Systeme aufgestellt, aufgebaut, zur Verfügung gestellt, dass die Bürger das Haushaltsverhalten auch nachvollziehen können. Und das ist auch wichtig, neben Transparenz eben auch eine Nachvollziehbarkeit. Verwaltungsintern ist diese Hitparade insofern auch ganz wichtig, als dass leistungsabhängige Prämien dahingehend vergeben werden, auf Platz 1 oder 2 der Agenda zu sein. Und das motiviert natürlich auch. Wir haben hier einen Leistungswettbewerb nach oben, auch etwas, was wir aus Speyer beispielsweise aus den Qualitätswettbewerben kennen. Hier eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten durch das Internet. Spannend, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommen kann. Das war ein Ausblick auf aktuelle Trends, die ich Ihnen mitgeben wollte.